So, ich mache jetzt hier einen Turnierrechner für euch. Damit ihr auch mal wisst, wer so weit kommt einfach. Spanien, Georgien. Also ich sage 5:0 Georgien. Spanien. So, Portugal, Slowenien. Portugal war echt schlecht. Slowenien kann aber auch nichts. Kassiert Portugal ein Tor? Ich glaube irgendwie nicht. 1:0 Portugal. Frankreich, Belgien. Steht sehr lange 0:0, sage ich. Und dann gewinnt Frankreich 2:0. Ich sehe Belgien da kein Tor schießen, sage ich. Ein Tor dann irgendwann und dann spät, ganz spät nochmal ein Treffer. Rumänien, Holland wird, glaube ich, ein interessantes Spiel. Auch ein sehr ansehnliches Spiel. Ich gehe damit 3:1 Rumänien. Ich glaube, das wird eine der Überraschungen des Turniers. Rumänien, Holland. Also die Partie. Österreich, Türkei. Also Österreich ist halt Geheimfavorit. Ich glaube, Türkei schießt ein frühes Tor. Danach sind die Zuschauer da. Und dann geht's ab. Ich glaube tatsächlich, das wird so ein 3:1 Türkei. Dann England, Slowakei. Das ist ja schon morgen. Ich sage euch ehrlich, England ist so scheiße, aber ich kann mir nicht vorstellen, sie können nicht gegen Slowakei verlieren. So, Spanien, Deutschland. Ich sag, Deutschland ist die beste Mannschaft im Turnier. Ich sag, das wird ein sehr gutes Fußballspiel. 3:2 Deutschland. Wobei, 3:0. Chat, 3:0 Deutschland, sage ich. Ich sag, das wird so ein Deutschland-Brasilien 2.0. Ich erhöhe sogar. Ich sag, das wird ein Deutschland-Brasilien 2.0. Merkt euch diese Worte. Portugal, Frankreich. Oder irgendwie, eigentlich so auf Papier krasses Spiel, aber Frankreich-Spiele sind immer der Wirt. Ich sag ehrlich, Portugal sehe ich. Ich finde Frankreich verteidigt einfach zu krass. 1:0 Frankreich. So, Rumänien, Türkei. Wird ein ansehnliches Spiel. Geht in die Verlängerung mit einem 1:1. Und die Türkei gewinnt nach Verlängerung. 2:1. England, Schweiz wird eine ganz klare Nummer. 3:1 Schweiz. Dann Deutschland, Frankreich. Deutschland auch hier wieder die bessere Mannschaft. Aber Frankreichs Defensive ist stark. Geht in die Verlängerung und Deutschland gewinnt auf Biegen und Brechen ein 2:1. So, dann haben wir Türkei, Schweiz. Das ist auf der einen Seite die Underdogs. Auf der anderen Seite eben dann die Favoriten. Schweiz, Türkei. Hat Türkei letztes Mal gewonnen. Ich glaube, die Türkei hat sich dann so ein bisschen in Flow gespielt. Die Schweiz ist übers Turnier hinweg eine sehr gute Mannschaft. Spiel geht ins Elfmeterschießen. Und die Türkei gewinnt im Elfmeterschießen. Und dann sind wir in Berlin, meine Freunde. Ihr wisst, was das hier bedeutet, oder? Ganz Deutschland steht still. So, wer gewinnt das Spiel, ist die Frage. Spiel fängt an, 4. Spielminute. Freistoß aus 25 Metern, Hakan Çalhanoğlu 1:0. 16. Spielminute, Flanke von David Raum, Kai Havertz 1:1. Danach Drangphase Deutschland. Kurz vor der Halbzeit, Florian Wirtz aus ungefähr 18 Metern, abgefälscht 2:1 Deutschland. Man denkt, die Deutschen gehen mit einer Führung in die Halbzeit. Denkste, da kommt einfach mal so ein Zick-Zack-Wackler von Kenan Yildiz gegen Kimmich. Abschluss, Torwart lässt prallen, Nachschuss 2:2 Cenk Tosun. Es geht in die Halbzeit. Die Türken kommen sehr gut aus der Pause. Mit einem Steckpass von Arda auf Barış Alper Yılmaz. 3:2 in der 49. Spielminute. Das Stadion bebt. Aber prompt kommt die Antwort. Nach einem sogenannten Anstoßback, wie man ihn nennen würde, steht es 3:3 mit Niklas Füllkrug, der in der Halbzeit eingewechselt wurde. 3:3. 64. Spielminute. Eine ganz klassische Toni Kroos-Ecke. Und es steht verrückt 4:3. Dann plätschert das Spiel vor sich hin. 89. Spielminute. Kai Havertz läuft alleine aufs Tor zu. Schießt, anstatt den Ball rüberzulegen. Der Torhüter hält. Gegenzug. Die Türken schießen das 4:4 in der Nachspielzeit. Es geht in die Verlängerung. Man merkt den Leuten die schweren Beine an. Der Regen kommt dazu. Der Platz ist versaut. Schwierige Beine, schwere Beine, schlechte Pässe. Der Ball läuft überhaupt nicht mehr rund. Und so geht's auch in die allererste Pause der Verlängerung. Und dann 119. Spielminute. Deutschland mit einem unglaublich verrückten Angriff. Mit 74 Rebounds und dann einem Eigentor der Türken. 5:4 für die Deutschen. Und dann kommt der letzte Angriff. Der allerletzte Angriff. 120. Spielminute. Kerem Aktürkoğlu im 1 gegen 1 mit Schlotterbeck. Schlotterbeck nietet ihm um. Es gibt Elfmeter. Und das ganze Stadion ist sich einig. Der Elfmeter muss gegeben werden. Aber dann schaltet sich der Videoschiedsrichter ein. Kein Elfmeter. Daraufhin betreten alle Fans das Fußballfeld. Und das Spiel muss abgebrochen werden. Völliger Ausnahmezustand. 119. Minute. Völlig ungewiss, was hier passiert. Werden die Minuten nachgespielt? Wann werden sie nachgespielt? So wird's kommen, Chat. So, jetzt mal Spaß beiseite. Was denkt ihr denn? Wer macht's denn jetzt bei der Europameisterschaft? Lasst gerne ein Follow da. Haut rein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nie ein Rapper. Brüder wollten für mich Leben geben. Leider sind es Ehrenlose, die so laut von Ehre reden.